Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Space Station Silicon Valley. Vor uns liegt die Mission Eiskaltes Köpfchen. Beim letzten Mal haben wir den letzten Abschnitt komplett abgeschlossen und schon die erste Mission dieser Eiswelt geschafft. Tja, jetzt kommt die wohl brutalste Mission dieses Spiels überhaupt, wie man schon in dem Bild sieht. Ich brauche mehr Infos über diese Station. Die Scanner entdecken gedankliche Energie in dieser Gegend. Sie kommen von den tiefgekühlten Köpfen der Professoren. Hol sie dir. Einzige Mission, hol die Köpfe. Unsere Mission, unsere einzige Mission in diesem Level ist es, die tiefgekühlten Köpfe der Professoren zu sammeln. Nur die Köpfe, also die Professoren sind offenbar mehr oder weniger tot. Und da haben wir auch schon einen dieser Köpfe. Und wirklich, was für ein kranker Mensch ist auf diese Mission gekommen? Wir sind mal wieder der Husky und ja, es ist immer noch besser als ein Schneehase, der kann sich immerhin wehren, der Husky. Ja, hier haben wir auch schon die erste violette Energiezelle, aber da vorne können wir uns schon wieder nur als Schneehase weiter bewegen. Ja, die einfachste Mission, diese Schneehasen zu erledigen, ist eigentlich einfach auf sie drauf zu springen. Mit der Husky Tollwut sie zu fressen ist ein bisschen schwieriger, weil die Gegner einen die ganze Zeit ausweichen wollen. Aber da wir schwerer sind, können wir einfach auf sie drauf springen und ausnutzen, dass wir dieses Gewicht haben, um sie zu erledigen. Whoop. Ja, wir sind der Schneehase, mal wieder. Mit dem Schneehasen können wir allerdings immer noch nicht weit genug springen, um da hinten über die den Abgrund rüber zu kommen. Wir sehen übrigens auch, die anderen Schneehasen sind immun gegen die Erdbeben, die der Schneehase erzeugt, was eigentlich irgendwie merkwürdig ist. Aber was soll's. Wir wollen die anderen Schneehasen sowieso nicht erledigen. Sie gehören nicht zur Trophäe dieses Levels, praktischerweise. Ja, deswegen können wir sie auch am Leben lassen. So, eine weitere violette Energiezelle und dann hoppeln wir hier vorne weiter. Wir müssen nach einer anderen Möglichkeit suchen, um da vorne diese Schlucht zu überqueren. Und zu dieser Möglichkeit werden wir auch gleich noch kommen. Nur eine weitere violette Energiezelle und da vorne liegt der zweite Kopf. Ein toter Schwarzer. Ja, die überleben nie. Ja, da kommen wir allerdings auch nicht dran, ohne einen gigantischen Umweg zu nehmen. Deswegen gehen wir erstmal weiter im Level und gehen nachher zurück, wenn wir eine bessere Möglichkeit haben, da vorne dran zu kommen, ohne einen gigantischen Umweg zu nehmen. Eine weitere Energiezelle. Und noch eine, die liegen hier aber auch einfach nur so im offenen Gelände frei rum. Sehr praktisch. Ja, dieses Level hier ist eigentlich recht kurz, muss man sagen. Wir sind hier schon mehr oder weniger am Ziel. Da vorne in diesem Iglo befindet es sich schon. Und da sind weitere Energiezellen. Wunderschön. Höppel, höppel, höppel. So, und da hinten im Hintergrund sehen wir schon die nächsten Gegner, die nächsten neuen. Die sind allerdings für den Schneehasen ein bisschen schwierig zu besiegen, muss man sagen. Das sollte man lieber nicht versuchen. Allerdings gibt es hier vorne etwas zu finden. Nämlich befindet sich in diesem Eisblock hier ein weiterer Hase. Der sieht aber sehr merkwürdig aus. Irgendwas hat er da am Kopf. Tja. Wenn wir unsere Erdbebenattacke hier einsetzen, während wir auf diesem Eisblock stehen, sehen wir, der Eisblock zerbröselt und gibt ein neues Tier frei. Nämlich... Achtung, RIP, ein neues Bio. Typ Helihase, wow. Umgebung Eis, Fähigkeit A fliegen, Fähigkeit B bomben, Wasserresistenz okay, Masse leicht, Panzerung leicht, Stärke mittel, Zugkraft gut, Fallhöhe gering, Produktion kurz, Antrieb Kerosin, Intelligenz mittel. Zum Glück kann uns der Treibstoff nicht ausgehen in diesem Spiel. Ja, wir sind jetzt zum ersten Mal ein fliegendes Tier in einem Level, in dem es nicht nur fliegende Tiere gibt. Und hier haben wir merkwürdige Walrösser mit Raketen an den Seiten und Sonnenbrillen auf. Das sind die coolsten Walrösser der Welt. Ja, und mit dem Helihasen soll man diese Typen hier in der Tat erledigen können. Ich hab's erst überhaupt nicht kapiert, aber wir haben gerade auf dem Walross gesessen. Das ist natürlich eine sehr gute Möglichkeit, die Walrösse zu erledigen. Einfach draufsetzen. Ja, dann gehen wir mal in so ein Ding rein und gucken uns das Bio von den Viechern an. Typ Walross, Umgebung Eis, Fähigkeit A, Temposchub, Fähigkeit B, Lenkraketen. Oh. Wasserresistenz exzellent, Masse groß, Panzerung mittel, Stärke stark, Zugkraft sehr dumm, Fallhöhe mittel, Produktion sehr lang, Antrieb Kohle, Intelligenz hoch. Ja, ne? Mit diesen Viechern hier zu kämpfen, ist so ziemlich das Unpraktischste in diesem gesamten Spiel überhaupt. Leider kostet eine Rakete mal eben die Hälfte unserer grünen Energie da unten und diese Lenkraketen treffen nichts, was direkt vor uns ist, weil sie mega weit in die Luft fliegen, bis sie sich endlich entscheiden, auf ein Ziel einzulenken. Von daher schnappen wir uns wieder den Helihasen, um die restlichen Walrösser zu erledigen. Ja, es kann eigentlich normalerweise eine ganze Weile dauern, so ein Walross zu erledigen mit dem Helihasen, weil die einem die ganze Zeit ausweichen. Und wenn man es denn schafft, auf ihn zu landen, ist es natürlich sehr leicht, sie zu bombardieren, wie gerade eben. Aber ich befürchte, das schaffen wir nicht nochmal. Also, Bombardement! Hat leider nicht sonderlich viel von getroffen. Ich liebe den Helihasen ja eigentlich. Das ist so ziemlich mein Lieblingstier in diesem Spiel. Lass mich überlegen, habe ich ein lieberes Tier als einen Helihasen in diesem Spiel? Nein. Nein, eigentlich nicht.
Oh, doch, vielleicht. Nein, eigentlich nicht. Der Helias ist definitiv mein liebstes Tier von allen hier in diesem Spiel. Man muss nur, wie gesagt, mit den Raketen hier verdammt aufpassen. Wenn beide gleichzeitig feuern und einer weit auf Entfernung steht, treffen die Raketen meistens wie gerade eben. Und das wollen wir nicht hier. Und jetzt sehen wir gerade, wie das Ganze hier doch deutlich länger dauern kann, so ein verdammtes Walross zu erledigen. Denn wenn sie einem die ganze Zeit so auf Entfernung halten, dann dauert es eine ganze Weile, bis man mal wieder zum Bombardement kommt. So, jetzt komm, jetzt haben wir einen. Aber verdammt, jetzt ist er nicht in die Richtung gefahren, in die ich erwartet habe, dass er fahren würde. Und so haben wir ihn wieder so gut wie nicht erwischt. Mann, komm her. Bam, bam, bam. Jawohl. Ist er tot? Jawohl, der ist tot. Deaktiviert, meine ich natürlich. So, jetzt der letzte. Wo ist der letzte von den dreien? Na, das ist die andere. Deaktivierte Hülle. Und da liegt unser Hase. Da ist der letzte, jawohl. Komm her, letztes Walross. Wir wollen dich erledigen. Bam, bam. Oh, verdammt, verfehlt. Jetzt aber, komm. Bam, 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 bam. Wunderbar, er fährt genau in der richtigen Linie für uns, sodass wir ihn die ganze Zeit bombardieren können. Ja, da hat er schon ordentlich Schaden genommen. Jetzt, komm. So ein einzelner Gegner von denen ist zwar keine Schwierigkeit, weil die Raketen uns sowieso nicht treffen, aber trotzdem, sie zu erwischen ist einfach so nervtötend. Jawohl. Jetzt. Ach, komm, der muss doch schon so gut wie tot sein. Wir haben so viele Bomben getroffen, der kann doch nicht noch leben. Bam. So, hier. Wow, also das ist ein sehr robustes Walross. Die sind ja generell nicht schwach, aber so robust, ich glaub's ja nicht. Bäm, jawohl, er hat auch nur noch eine einzige Bombe ausgehalten. Und das Erledigen der drei Walrosser natürlich war für die Trophäe dieses Levels gut. Und die Trophäe dieses Levels ist das kaputte Iglo, das da in der Mitte des Levels steht. Ja, ne, wunderschöne Trophäe. Ring könnte man auch irgendwie so als Sichelmond fast ansehen, wenn auch mit einem kleinen... mit einer kleinen Erweiterung unten dran. Für einen Mond merkwürdig, aber was soll's. Ja, dann nehmen wir uns hier vorne ein bisschen Energie mit, auch wenn wir hier vorne keine Gegner mehr haben, vor denen wir uns fürchten müssen. Und dann können wir jetzt die Köpfe einsammeln, denn wir fliegen ja jetzt. So. Ja, wie gesagt, wenn wir hier vorne jetzt mit dem normalen Hasen gewesen wären und mit dem normalen Hasen den Kopf eingesammelt hätten, müssten wir den ganzen Weg hier außenrum nochmal zu dem Kopf hinlaufen. So können wir ihn aber einfach so mit dem Helihasen nehmen. Wunderschön. Kopf Nummer 1. Das Spiel hat uns das zwar nicht gesagt, aber wir müssen, glaube ich, 3 von den Köpfen finden. So, da haben wir noch eine violette Energiezelle. Wunderschön. Und da haben wir den zweiten Kopf. Ring. Wunderschön. So, mit dem Helihasen kommen wir jetzt auch hier vorne an die eine violette Energiezelle dran. Ihr müsst übrigens aufpassen, der Helihase fällt ebenfalls in den Abgrund, wenn ihr da zu lange drüber fliegt, weil er hält immer eine gewisse Höhe über dem Boden. Also hebt erstmal eine Weile ab, bevor ihr losfliegt über die Klippe. So, und die nächste violette Energiezelle. So, dann gewinnen wir mal ein bisschen Höhe. Gucken wir eben, ob hier vorne noch violette Energiezellen sind, auch wenn wir da vorne einfach sonst hochfliegen könnten. Ich bin aber gerade nicht ganz sicher, wie gesagt, ob hier noch welche waren. Ne, sieht aber nicht so aus. Okay, dann können wir wieder zurück in das große Hauptgebiet dieses Levels, wo wir schon die ganze Zeit eben rumgehangen haben. Und irgendwo hier muss sich noch der letzte Wahlkopf? Der letzte Professorenkopf befinden. Wahlkopf ist auch nicht schlecht, ja. 3 Wahlköpfe befinden sich hier sogar, Walrossköpfe. Eine weitere Energiezelle und außerdem Lautsprecher, die wir bombardieren könnten. Aber das wollen wir nicht unbedingt, denn wir können an diesen Lautsprechern an Höhe gewinnen. Wir können diese Lautsprecher auch als Unterfläche benutzen, um halt noch ein bisschen höher zu fliegen mit unserem lustigen Häslein hier. Genauso wie wir diese Bildschirme wahrscheinlich benutzen könnten. So, komm, hier drauf. Komm schon, wir haben es fast geschafft. Jawohl. So, nämlich wenn wir diesen Lautsprecher ausnutzen, kommen wir hier oben an die violetten Energiezellen dran. Ring. Oh, viel darf da nicht mehr fehlen. Und noch eine Ring. So, und hier vorne ist eine kleine Rampe und noch weitere violette Energiezellen. Diese Rampe müssen wir mit einem Walross ausnutzen eigentlich. Man kann es aber auch schaffen, wenn man sich gut genug anstellt und ein bisschen Glück... Jawohl! Wir haben es beim ersten Versuch geschafft. Wunderbar. Eigentlich sollte man mit dem Walross hier hochspringen, da vorne über diese Rampe. Bling, und wir haben alle 15 Energiezellen gesammelt. Aufgabe erfüllt, du hast alle Köpfe. Aber ganz selten schafft man es mal, den Auftrieb dieses Helikopters genauso auszunutzen, dass man hier auch hochfliegen kann. Eigentlich will das Spiel gar nicht, dass man hier hochfliegt, wie man jetzt gleich sehen wird. Jetzt sind wir nämlich mehr oder weniger über dem Level. Und Achtung, jetzt müsste... irgendwo hier passiert es, glaube ich. Ja, genau. Hier sind wir nämlich jetzt außerhalb des Levels mehr oder weniger und wir sehen, dass das Spiel schon unten die Gebiete entlädt. Dass wir schon außerhalb der dass wir aus den Gebieten einfach rausfliegen. Und wir plötzlich eine gigantische blaue Masse um uns rum haben. Ja, im Europa-Abschnitt haben wir überall Weltraum gesehen und hier sehen wir überall blaue Fläche. Außer wenn wir aus dem Bildschirm komplett rausgehen, dann wird's schwarz. Ja, wie gesagt, da oben hätte man eigentlich gar nicht hinfliegen können sollen, aber gut, wir haben es trotzdem getan. Ja, wir haben die Trophäe, wir haben alle 15 Energiezellen, das heißt, wir können das Level verlassen. Es gibt nichts mehr hier drin für uns zu tun, außer Unsinn machen. Also, Helikopterhase, bring uns zum Licht! Da, 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 da.
Und damit haben wir eins meiner Lieblingslevel in diesem Spiel abgeschlossen, weil es so schön brutal ist. Boom. Haha, er hat sich mal wieder in die Hand gestoßen. Wir haben tote Köpfe gesammelt. Wunderschön. Eiskaltes Köpfchen, FSK 0 und so weiter. Pinguingehege, eine sehr nervtötende Mission, ist der nächste Abschnitt dieses Spiels. Also bis dahin, see ya!